Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute jetzt endlich mal das richtige Modell von Stormbreaker an, denn in der letzten Version, in dem letzten Video, was ich euch gezeigt habe, war das scheinbar nur zur Hälfte installiert gewesen. Da hatten wir schon zwar die Soundbar drauf, aber der Bus an sich hat sich gar nicht verändert gehabt, was mir auch dementsprechend aufgefallen ist. Hat sich natürlich der Stormbreaker bei mir noch mal gemeldet, hat gesagt, so pass mal auf hier, das hast du vergessen zu installieren, installier das mal so und so. Und ja, jetzt ist es da und jetzt sehen wir natürlich auch dementsprechend die Veränderung. Weiterhin wird hier immer noch der Hamburger oder das Hamburger Stadtbuspaket benötigt, damit ihr diese Mod installieren könnt. Und wir sehen jetzt hier auch schon die Dachaufbauten auf dem Dach. Das sieht schon ein bisschen sehr eigenartig aus, wenn man uns das Ganze hier mal anschaut. Ja, sehen wir hier so einen riesen Klops obendrauf und ja, das natürlich sieht auf jeden Fall mega, mega interessant aus. Sonst hat sich hier meiner Meinung nach, wie gesagt, vom Modell her nicht wirklich viel verändert, obwohl es natürlich drin steht, dass sich von den Texturen so ein bisschen was verändert hat und so weiter, ne? Das ist soundtechnisch was verändert hat. Aber hier muss ich sagen, dass die Soundmod, die ich in der letzten Version gezeigt hatte, trotzdem installiert werden muss. Also vom Sound her wird sich da wahrscheinlich jetzt nichts groß verändern. Aber sonst sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus, das Modell. Also der eine mag es wahrscheinlich, der andere nicht. Also ich finde jetzt diesen Dachaufbau, der ist schon riesig, wenn man sich mal so anguckt. So, ja, ich sage, man steht hier so und dann siehst du das halt eigentlich schon in der Regel. Aber sonst an sich finde ich es immer cool, dass hier so Sachen weiter gemoddet werden. Mal gucken, vielleicht erkennt ihr jetzt ja den Unterschied und springt mal rein. Das ist ja wie gesagt das Ganze von Innenraum aus und hier sehen wir natürlich keine großen Veränderungen. Also so dachtypisch so, ne? Da hat sich jetzt in dem Sinne nichts verändert, obwohl, was scheint denn hier so durch? Ist das ein Fehler hier? Als ob da irgendwas durchscheint, ne? Hier seht ihr auch, ne? Also ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ich muss auch dazu sagen, das habe ich, glaube ich, im letzten Part auch gar nicht so geguckt gehabt. Na, auf jeden Fall gehen wir rein. Wir sind hier aktuell in Grundorf unterwegs. Und ja, testen das Ganze jetzt halt einfach mal. Ich kann euch ja notfalls nochmal den anderen dann gleich nochmal dazu holen, wenn wir mal so eine kleine Runde gedreht haben hier mit dem Bus. Und dann können wir uns das Ganze dementsprechend mal anschauen. So, 15.06. Haben natürlich keinen Fahrplan ausgewählt. So, bitte gibt eine Umlaufnummer ein. Die haben wir ja aktuell nicht. Brauchen wir ja in der Regel auch nicht. So, ne, dann können wir aber auf jeden Fall schon mal so starten. So. Gut. Dazu sagen, ich bin hier so eine Linie echt noch nie gefahren. Ne? Wollen wir es mal testen? 76.1 vom Bauernhof nach Krankenhaus, 12.07 Uhr. Dann machen wir das Ganze mal einfach. Da haben wir es. So. So. Ich bin, also das ist ja nur eine Standardkarte, ich bin die vorher noch nie gefahren, ne? Lassen wir uns doch mal überraschen, würde ich mal sagen. Geht auch nicht lange. Ich suche halt eine kleine Karte, wo man Busse schön vorstellen kann. Ja, falls es mal wieder so neue Busse gibt, dass man einfach so sagen kann, so pass auf, wir nehmen jetzt mal die Karte, dann klappt das. Jetzt hatte ich letztes Mal versucht, die Karte Heiligendorf zu nehmen. Ja, aus irgendeinem Grund spawnt Omsi dann 20.000 Busse hintereinander, was natürlich dann zum Absturz führt. Ja, macht dann natürlich auch wenig Sinn. So. Jetzt können wir das Ganze dann dementsprechend. Jetzt sieht man natürlich auch einen Unterschied. Ja, also es ist schon. Es ist schon. So.
So, aber mir fällt gerade was ein. Ich habe was vergessen zu aktivieren. Genau. Genau, Track-IR wieder mit dabei natürlich. In der letzten Folge ein bisschen verpasst, dass das ja da ist. Und dann. Ja, das mit der Beleuchtung, die blaue Beleuchtung, ne, das hatte ich ja in der letzten Part schon angesprochen, dass das dazugekommen ist. Interessant, interessant, interessant. So, na dann. Tatsächlich muss ich aber mal die Hilfspfeile anmachen. Denn wie gesagt, ich bin sie echt noch nicht gefahren. Das ist die Übungsmap von Omsi. Nordspitze. Nordspitze. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr da Töne hört, ne, dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten. Ich habe natürlich auch die Kommentare von der letzten Folge natürlich gelesen. Ja, der eine sagt, es ist ziemlich cool, der andere sagt so, naja, das ist beschiss und alles sowas war alles dabei gewesen. Aerosoft Offizial hat sich hier, oder Official, Offizial, keine Ahnung, hat sich hier bedankt. Warum auch immer. Da weiß man natürlich nicht, ob es jetzt die echten sind oder ob das ein Fake-Account wieder ist. Das ist mal schade. Ich weiß halt auch nicht, wie legal das Ganze ist, dass man das Ganze hier modden darf. Aber eigentlich sollte ja nichts dagegen sprechen, bin ich persönlich der Meinung. Denn das steht in der Lübe explizit drin, in der Lizenzvereinbarung, dass dieser Bus halt nicht verändert werden darf. Ja, dann ist es natürlich, könnte man das Ganze halt dementsprechend sehen, aber das würde ja bei mir schon nicht funktionieren, weil ich ja hier sowieso schon die Mercedes-Stelle drauf habe. Ja, also der ist ja drauf. Wo schon einige gefragt hatten, wo der herkommt. Ich habe mir den irgendwann mal installiert. Ja, das ist auch schon Ewigkeiten her. Sind wir natürlich extrem gut unterwegs hier mit der Zeit. Ach, aber sie macht schon Spaß. Ich habe mich jetzt auch endlich mal dazu entschieden, jetzt mich doch nochmal zu bewerben, jetzt bei sämtlichen Betrieben, bei der BT, BVG. Vielleicht auch mal jetzt versuchen, mal nach Telto raus sich da zu bewerben. Ist ja nicht allzu weit von mir weg. Das werde ich jetzt mal wohl demnächst mal wieder in Angriff nehmen. Mal schauen, was daraus entsteht. Vielleicht auch nochmal mit der Straßenbahn, S-Bahn. Also mal eine große Welle Bewerber mal wieder rausschicken. Also ganz ehrlich, so mittlerweile so Postbote, das macht keinen Spaß mehr. Keinen Spaß macht das Ganze mehr. Schon erwähnt, wie cool Track-IR ist, das macht schon echt Laune. Ausdorf.
Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, wunderschön. Versuche auch mal mit Absicht hier nicht so viel zu quatschen, damit ihr mal ein bisschen was hören könnt hier. Siehst du? Das geht nämlich geradeaus weiter. Ich bin nämlich letztes Mal hier reingefahren. Einsteindorf Ausbau. Ah, das wusste ich gar nicht. Einsteindorf, Marktplatz. Oh, da ist schon wieder extreme Verfrühung. Ja, so langsam gewöhnt man sich. Ich finde aber sowieso, das Hamburger Modell vom C2 ist bis jetzt von allem auch der schönste C2, den ich bis jetzt so gesehen habe. Also es gab nun so, muss man ja wirklich sagen, so der C2, das ist ja wirklich ein Bus, ja, der wirklich in jedem Element geliefert hat. Das ist bestimmt auch der einzige Bus, der bestimmt gefühlt etwa 50.000 Varianten hat. Ja, das ist bei anderen Bussen fällt es halt nicht so massiv aus. Bei dem Solaris gibt es vielleicht ein, zwei Modelle, ja, dann hast du so den Urbino 2. Also da merkst du, dann hast du halt noch so, aber der C2 ist gefühlt einfach der einzige Bus, der halt so unglaublich viele Modelle hat. Und ich finde aber, so von den ganzen, ja, muss man sich ja mal so ein bisschen zu überlegen, finde ich den vom Hamburger Stadtbuspaket immer noch am schönsten. Ist natürlich kostenpflichtig. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die C2 Stadtbusfamilie. Also das Add-on könnte vielleicht nochmal so richtig fetzen, denn so von der Form her sieht er auch schon wieder echt edel aus. Obwohl ich halt nicht so C2-Fan bin und hast nicht gesehen. Aber wie gesagt, also wenn es denn ein C2 ist oder sowas, den ich gerne fahre, dann ist es aus dem Hamburger Stadtbuspaket. Ja. Aber könnt ihr gerne mal eure Meinung mal unten reinposten. Vielleicht findet ihr den von Wuppertal ziemlich cool oder aus. Wo hat man noch den C2? Der ist ja überall mit drin. Dann könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare posten. Was ist denn so euer Lieblings-C2? Wo holt ihr den her und wie oft seid ihr mit dem unterwegs? Denn nutzt dazu die Kommentarfunktion. Würde mich mal brennend interessieren. So, wie sieht's hier aus? Alles klar, wir dürfen. Wow, sind wir weit gefahren? Ja, gut, ist Teststrecke. Ist eine Teststrecke. Achso, das ist gleich meine, oder? Das ist die Betriebshaltestelle hier. Krankenhaus. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Einmal war sogar zu früh gewesen. Ja, in 10 Minuten würde die Fahrt jetzt so weitergehen. Schildert auch komplett automatisch. Achso, wir haben gar keine Fahrgäste mehr drin. Interessant. Ja, gut. Das soll es aber soweit schon erstmal gewesen sein hier von der Vorstellung von dem C2 Mod bei Stonebreaker und bei Omsi Finali oder Finlay. Das sind jetzt noch zwei. Wie gesagt, Omsi Finlay war das in der letzten Folge gewesen. Wie ich jetzt gezeigt habe, das war so wahrscheinlich die Soundmod gewesen. Da stand nämlich auch schon Stonebreaker drin. Von daher dachte ich, das ist schon die richtige Mod. Aber dass es halt noch eine andere Mod dazu gibt, ja, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Diese bekommt ihr
Im offiziellen OMSI-Forum werde ich euch, wenn ich es nicht vergesse, noch unten in der Videobeschreibung verlinken, welche Mods ihr dazu braucht. Dann könnt ihr euch das Ganze selber zählen. Wie gesagt, wichtig hierbei ist halt, dass ihr halt das Hamburger Stadtbus DLC besitzen müsst, um das Ganze halt zu benutzen. Und soweit könnt ihr dann gerne in die Kommentare posten, was ist euch so aufgefallen, gefällt er euch oder sagt ihr eher so, nee, ist jetzt nicht so mein Fall, denn wie gesagt, nutzt unten die Kommentarfunktion und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es weitergeht hier mit einer neuen Folge OMSI auf dem Kanal. Ich verabschiede mich, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.